Ihr seid richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal und heute sprechen wir mal über Weeklies und über die Besonderheit von Weekly-Optionen, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo die Volatilitäten explodieren. Wir hatten diese Woche mehrmals bei uns in den Coachings im Helpdesk diese Unterhaltungen, dass wir auf der einen Seite gehandelt haben mit Weekly-Optionen und auf der anderen Seite aber auch Teilnehmer gesagt haben, oh, mir sind Weeklies diese Woche ganz schön um die Ohren geflogen. Also jetzt, wir haben heute ist der 28. August, Donnerstag. Diese Woche war ja wirklich so eine extrem volatile Woche. Dieser schwarze, ja kann man schon sagen, dieser schwarze Montag mit diesem extremen Anstieg der Volatilität, also der VIX 50% angestiegen. Und in dieser Woche konnte man eigentlich mal wieder sehr schön sehen, welche Vorteile einem Weekly-Optionen bieten können, aber auch welche Nachteile sie haben und worauf man einfach achten muss. Nochmal kurz zur Wiederholung, was sind Weeklies? Wir bleiben mal im Aktienoptionsbereich, wir haben ja diese normalen Standardoptionen. Das heißt also, immer am dritten Freitag des Monats verfallen die Standardoptionen und die werden halt immer ein paar Monate fortgeschrieben. Dann gibt es noch diese langlaufenden Optionen, die sogenannten Leaps-Optionen, die immer, in Amerika ist es so, immer bis zum Januar der nächsten ein, zwei Jahre laufen. Und dazwischen gibt es eben seit etlichen Jahren die sogenannten Weekly-Optionen. Die werden immer so aufgelegt, dass man in der Regel 4 oder 5 Wochen im Voraus abdeckt. Und das heißt, ich habe jetzt jeden Freitag einen Weekly-Verfall. Einzige Ausnahme ist immer der jeweilige Standardverfallsfreitag. Also wenn jetzt beispielsweise hier im Oktober, ich glaube der 18. Oktober ist ein Standardverfallstag, da gibt es keine Weekly-Option, aber eben der Woche davor und in der Woche danach. So, und jetzt kann man ja Weekly-Optionen für viele, viele Dinge nutzen. Wir nutzen beispielsweise Weeklies im Earnings-Trading. Warum? Wenn du halt in hohe Volatilität hinein verkaufst, das, was ja bei Earnings meistens ist, und dann kommt dieser Vola-Crash, dann setzt eben sofort auch dieser extreme Zeitwertverfall ein. Weil wenn halt eine Option nur noch 4-5 Tage Restlaufzeit hat, dann ist es natürlich so, dass die extrem schnell, also dass dieser Zeitwertverfall natürlich prozentual jeden Tag exorbitant hoch ist. Ne? Also wenn du am Mittwoch eine Option verkaufst, die verfällt am Freitag, naja, dann ist eben dieser Zeitwertverfall, der restliche Zeitwert, der ist halt in 2 Tagen weg. Und gerade bei der Out-of-the-Money-Option ist das eben dann sehr schnell oder oftmals auch leicht verdientes Geld. Jetzt kam es aber natürlich diese Woche zu Folgendem. Einige haben jetzt so standardmäßig immer Weekly-Options verkauft. Also beispielsweise gesagt, ich verkaufe jede Woche eine Weekly-Option auf den S&P. Ne, also irgendwie SMES, also hier der E-Mini Future, auf den gibt es auch Weeklies. Und die haben jetzt einfach jede Woche Weeklies verkauft. Und wenn du einen Bullenmarkt hast, dann funktioniert das sensationell gut. Weil wenn du jetzt hergehst und sagst, ich verkaufe irgendwie, was weiß ich, eine Delta 10 Option oder sogar nur eine Delta 5 Option, da kriegst du jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Du kriegst vielleicht pro Woche nur 50 oder 70 Dollar, aber die kriegst du halt jede Woche. Und dadurch, dass du ja doch relativ weit weg bist, bei einer Delta 5 Option beispielsweise, ist das auch ein recht sicherer Trade, weil selbst wenn es mal normal ein bisschen runtergeht, der S&P bewegt sich so am Tag normalerweise 20 Punkte. Das heißt, selbst wenn du jetzt, du bist irgendwie 100 Punkte weg, wenn du sagst, okay, ich habe 5 Tage Restlaufzeit, ich bin 100 Punkte weg, selbst wenn der 5 Tage in Folge fällt, macht das in der Regel nicht allzu viel aus. Jetzt kam es aber natürlich diese Woche dazu, dass eben der S&P auch gleich mal an einem Tag über 100, ich glaube 130 Punkte ist der am Montag gefallen. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, was dann mit solchen Weekly Options passiert. Du hast ein extrem hohes Gamma aufgrund der kurzen Restlaufzeit. Du hast, und das ist glaube ich das Schlimmste oder das größte Problem, du hast natürlich einen wahnsinnigen Vola-Anstieg in diesen kurzen Optionen. Und du hast sowieso ja nicht viel Prämie bekommen. Das heißt, du hast eh nur eben diese 70, 80 Dollar bekommen und plötzlich stehst du da und so eine Option kostet mal 800 Dollar. So, und dann hast du natürlich einfach das Problem,
dass du dann auch schwer was machen kannst, weil du kannst die nicht irgendwo großartig hinschieben, ne? Du kannst da nicht großartig reparieren, du kannst sie nicht einfach so zurückkaufen. Und dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, wenn so eine Option dann, die war weit aus dem Geld, die hatte nur 5% Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Geld geht und plötzlich ist sie am Geld oder vielleicht sogar leicht im Geld. Und da kannst du dir vorstellen, was mit dem Wert so einer Option passiert, die haut es dir dann um die Ohren. Und jetzt wäre das noch nicht mal das Problem, wenn man hergeht und sagt, okay, überlegen wir mal. Statistisch gesehen kommt es einmal im Jahr zu einer Korrektur an den Märkten. Es gibt so eine Marktstatistik, da kann man schauen, einmal im Jahr kommt es zu einer Korrektur. Solange diese Korrektur in Anführungszeichen normal läuft, das heißt, es geht so kleckerweise nach unten, ne? Ist egal, ob es mal 5% sind oder 10%, das spielt keine Rolle, aber das passiert in der Regel nicht an einem Tag, sondern über mehrere Wochen. Und solange das so ist, kannst du eigentlich permanent immer Puts verkaufen im S&P und wirst immer Geld verdienen. Und selbst wenn dir dann mal eine ein bisschen mal springt, dann springt die mal eben um 100, 200, 300%, dann sagst du dir, okay, der Gewinn der letzten 3 Wochen ist weg, mache ich aber einfach weiter, unterm Strich kommt was raus. Wenn natürlich dann aber sowas passiert wie diese Woche, dass die Märkte wirklich explodieren, oder besser gesagt, die Vola explodiert und die Märkte implodieren, ne, dann haut dir es eben mit so einem Trade auch gleich mal den Gewinn der letzten 20 Wochen weg. Und das ist natürlich immer problematisch. Auf Sicht von 10 Jahren betrachtet, ist das immer noch, kommt immer noch was sehr, sehr Gutes raus. Ne? Wir wissen ja, es gibt ja so Strategien, wenn du immer direkt am Markt eine At-the-Money-Option verkaufst, dass da trotzdem immer noch richtig Geld rauskommt. Trotz aller Drawdowns und so weiter und so fort, wenn du das rein statisch machst. Aber das ist natürlich mental ziemlich schwierig. Und ein großes Problem ist auch, stell dir vor, du hast ein vernünftiges Konto. Das heißt vernünftig, jetzt sagen wir mal, wenn du nur ein 20.000er-Konto hast, okay? Und du handelst jetzt diese Optionen, du kriegst jede Woche $70. Dann ist es natürlich so, jetzt guckst du dir das an und es geht Woche für Woche gut. So, du machst es 10 Wochen lang, 20 Wochen lang, vielleicht 30 Wochen lang und das funktioniert immer. Und jetzt denkst du dir, Mensch, warum kriege ich denn immer nur 50, 60, $70? Ich könnte doch auch vielleicht 2 Optionen verkaufen oder ich könnte auch 3 Optionen verkaufen. Margin-technisch ist das überhaupt kein Problem. Und jetzt überleg mal, wenn du in einem 20.000er-Konto 2 Optionen verkaufst, die bringt dir, wir lassen jede mal $50 noch bringen. Okay, das sind das in der Woche $100, im Monat sind das $400 auf einem 20.000er-Konto 5%. Das heißt, du machst 5% im Monat, indem du einfach stumpf jeden Freitag einen neuen Put auf den S&P schreibst. Alles gut, alles schön, aber wenn du natürlich dann mal in einer Woche oder an einem Tag, weil meist passiert es an einem Tag, dann auch mal wieder 30% deines Kontos verlierst, dann ist das natürlich ärgerlich. Und die meisten halten das mental nicht durch und sagen dann, okay, alles Mist. Und deswegen müsst ihr euch einfach bewusst machen, wenn ihr viele Weekly-Optionen handelt, mal abgesehen davon, dass sich euer Broker freut, ne, dass der also viel Commissions kriegt, müsst ihr immer damit rechnen, dass wenn es euch mal sowas um die Ohren haut, dann haut das eben gleich ein bisschen mehr rein. Ihr werdet eine extrem große Trefferquote haben, 80-90%, aber die 10%, die nicht funktionieren, die 7-8%, die nicht funktionieren, die haut euch eben dann immer mal wieder durch die Ohren. Und deswegen müsst ihr wirklich für euch entscheiden, könnt ihr damit mental umgehen. Unterm Strich, auf lange Sicht gesehen, werdet ihr trotzdem ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen. Ihr müsst euch aber damit abfinden, dass es eben zwischendurch mal wehtut. Ich persönlich habe für mich entschieden, dass das nicht mein Weg des Tradings ist. Also ich handle gar nicht mehr so viel Weeklies wie früher, weil es mich einfach stört, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gerade über Wochen $10.000 Gewinn gemacht und jetzt bekomme ich 5.000 wieder weggenommen und muss wieder peu à peu mit das hocharbeiten. Also ich versuche es ein bisschen langsamer zu machen. Aber das ist jedem seine Sache. Wir haben natürlich dann diese Woche eins gemacht, nachdem dann so eine große Vola-Explosion da war, wie wir es jetzt am 24. August gesehen haben, also an dem Montag. Wenn man dann natürlich Weeklies handelt, das ist dann sensationell. Also dann kannst du plötzlich wirklich kilometerweit vom aktuellen Preis weggehen. Also wir haben diese Woche 1500er Puts verkauft auf den S&P, wo der bei 1900 stand. Also das heißt, wir waren ein bisschen unter 1900. Das heißt, wir waren fast 400 Punkte weg. Hätte der da hinfallen können? Na klar hätte der da hinfallen können, aber die Wahrscheinlichkeiten waren halt nicht so wahnsinnig groß, nachdem die Vola schon bei 50 war, der VVEX bei 200 und die Optionspreise wirklich
explodiert sind. Also wenn so eine Weekly-Option dann irgendwie, obwohl sie immer noch weit aus dem Geld ist, 600-700% gestiegen ist, dann musst du sie verkaufen, weil die hat dann wirklich die Chance, extrem schnell zu verfallen. Aber das ist eben kein Trade, den du regelmäßig machen kannst, sondern musst du einfach schauen, wenn sowas passiert. Deswegen, wenn ihr Weeklies handeln wollt, beschäftigt euch damit, wie funktionieren diese Weeklies, was haben sie für Chancen, was haben sie für Risiken und seid dann nicht überrascht, wenn ihr auch mal eine ein bisschen übergebraten bekommt. Das ist Teil des Spiels, das gehört einfach dazu. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt zu Weeklies, zu Strategien von Weeklies oder wenn ihr selber Erfahrung mit Weeklies habt, dann schreibt mir das in die Kommentare unten rein und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann aber los, drücken, kostet nichts. Also bis zum nächsten Mal, Servus, macht's gut, bye bye.